18 Tage sind es noch, genau, mit heute. Dann kommt die dritte Staffel von Dark. Also müssen wir ein bisschen zusehen, denn ich habe noch nicht eine Folge gesehen. Das ist nicht ganz richtig. Die erste Folge kenne ich, die habe ich letztes Jahr versucht. Ich muss sagen, sie hat mich nicht bekommen. Und darum gucken wir jetzt hier einfach mal alle 18 Folgen. Einige davon werden wir komplett gucken. Könnt ihr die mit mir gucken, in einer kleinen Watchparty zum Beispiel, wenn ihr sie auch noch nicht kennt. Könnt ihr mit mir ergründen, warum ist Dark so großartig oder warum ist Dark eigentlich doch nicht so großartig? An anderer Stelle werde ich einfach ein kleines Reaction-Video machen. Also ich gucke mir Dark an und dann schneide ich hoch, wie toll ich Dark finde oder eben wie untoll oder, wenn ich das sagen darf, wie scheiße. Kann ja auch sein. Ich weiß noch, die erste Folge fand ich leider nicht so spannend. Wie dem auch sei, genug des Vorgeplänkels. Wir legen jetzt einfach los mit der ersten Folge Dark der ersten Staffel auf Netflix. Viel Spaß! Große Frage wird halt sein, ne? Wer ist er? Warum hat er sich umgebracht? Was geht ab? Okay, alles klar. Ne? Was steht da? Nicht vor dem 4. November 2013 öffnen. Natürlich würde ich den öffnen, direkt! Direkt würde ich ihn öffnen! Erste Folge heißt Geheimnisse. Wird wohl um den Brief gehen. 4. November 2019. Na, letztes Jahr gewesen. Da hat die Corona noch nicht auf dem Zettel. Ich hate die Serie auch gerade. Es tut mir sehr leid. Tut unfassbar leid. Jetzt gucke ich die Serie. Das Kernkraftwerk hat doch auch irgendwas mit den Zeitreisen zu tun. Ich weiß, das ist in der Höhle. Ich weiß, der Junge wird vermisst. Darum geht's. Das baut auf, die erste Folge. Ich glaube, wäre auch viel besser, wenn man gar nicht wüsste, dass es Zeitreisen ist, das Thema. Aber es wird ja zumindest am Ende der ersten Folge deutlich. Wind in der Höhle, 1 Kilometer. 1 Kilometer. Ah ja, genau, sind doch irgendwie, ich wollte nicht sagen, die ganzen Kinder tot, aber... Told you, der Kleine wusste gar nichts von dem Brief und die Mutter hat ihn einfach behalten. Was für ein... Was, die Oma? Ist das die Oma? Ist auch gut. Oder ist das seine Mutter? Also die Mutter von seinem Vater? Die hängt doch damit drin, Freunde. Die hängt doch mit drin. Ja, das ist die Mutter, oder? Also die Mutter von seinem Vater, die sieht zu alt aus. Die hängt doch da mit drin, Freunde. Warum wird sie sonst den Brief nicht aufmachen? Das gibt's nicht. Unfassbar. Ich hätte den direkt aufgemacht. Außer sie wusste, dass sie den nicht aufmachen darf. Zeigt sich vielleicht noch. Die ganze Family hat rote Haare. Der Junge, der weg ist, ist das ein Kind von denen? Wie übrigens seine Frau betrügt, ne? Nur mal so. Was weiß er denn dazu? Das Gute ist ja, dass du weißt, dass Zeitreise Thema ist. Frage ich mich jetzt die ganze Zeit, wer hängt da mit drin, wieso, was geht ab, was ist mit dem Pullover, was ist mit dem kleinen Stein, was mit der Oma, warum hat der Typ sich umgebracht, was steht in dem Brief, ganze Kette. Ah, das ist bestimmt seine Ex-Freundin, beziehungsweise die mochte er auf jeden Fall. Und sein bester Kumpel ist mit der am Start, ey, was geht ab. Man weiß ja auch, dass er wichtig ist, ist das, nee, Magnus ist es nicht, Jonas, was Jonas, ich glaube Jonas. Der ist ja auf ständigen Plakaten zu sehen. Wie gesagt, ich habe mir nichts angeguckt. Keine Zusammenfassung, keine Erklärung, nix. Keine Ahnung. Ich schwör's dir, der Bruder ist der, der sich erhängt hat. Und er ist mit seiner Frau am Start. Was ist los mit ihm? Ah, das ist Erik. Auf jeden Fall. Genau, ist er scheinbar entführt worden und hängt irgendwie... Keine Ahnung, in den 80ern fest, gefühlt. Ja, was mit ihm passiert, weiß ich noch. Wird nicht gut ausgehen. Ich hoffe ja, dass die Abschlusserklärung gut sein wird und nicht so wie bei Lost. Wir erinnern uns an Lost. Haben wir alle sehr gerne geschaut. Die ganzen Rätselirrungen, und Wirrungen fanden wir alle großartig. Aber... Die Auflösung war leider nicht gut. Ich sag doch, das ist die Großmutter. Okay.
Okay, also es sind zwei verschiedene Frauen, richtig? Richtig gesehen. Das ist die Mutter von dem Mann, der sich erhangen hat. Also die Mutter von von Jonas Vater. Die aber nichts mit den Polizisten zu tun haben, wie ich anfangs dachte. Mach diesen Brief doch auf jetzt. Ganz im Ernst, du wartest doch nur, wenn du weißt, dass du warten musst. Jeder andere würde es halt direkt aufmachen, ganz im Ernst. Ich wollte gerade fragen, Jonas, wo willst du hin? Aber er will ja zu den Höhlen. Wissen wir schon. Wo die Zeitreise quasi stattfindet. Erinnert mich ein bisschen an Ghost Stories, glaube ich. 22.13 Uhr. Ist jetzt, oder? Wir erfahren eh nicht, was drin steht. Das weiß ich noch. Sie macht ihn auf, wir dürfen ihn nicht lesen. Finde ich ganz gut, um die Spannung hochzuhalten, aber trotzdem sehr unbefriedigend. Wie sie ihn auch eingesteckt hat, ne? Als sich ihr Sohn erhangen hat. Okay, cool. Wie gesagt, wusste ich ja noch. Wir erfahren nicht, was drin steht. Da liest du den Brief. Okay, was steht in dem Brief drin, dass es wieder passieren wird? Was auch immer mit der Hülle gerade passiert. Ich schwör's dir. Wahrscheinlich steht da drin irgendwas mit Zeitsprung und irgendwas hat er gemacht. Wie es bei allen klingelt jetzt. Das kann ja bei der Polizei sein. Mutti weiß es. Mutti hat Brief gelesen und ist am Start. Sie weiß Bescheid. Erzählt aber keinem. Warum denn nicht? Weil die Nachricht nicht so gut war. Mutti ist aber am Start. Mutti sollte das mal teilen. Was war nochmal passiert? Ich glaube hier... Wollte schon Berthold sagen. Der kleine Junge, der verschollen ist, wieder da, aber tot, meine ich. Dafür ist der kleine andere Junge jetzt weg, Mücke. Denn ich habe ja die erste Folge gesehen und ich weiß, dass Mücke, ist glaube ich der Kleine, in der Vergangenheit landet. So viel weiß ich noch. Dann hört es aber auch auf. Die zweite Folge habe ich schon nicht mehr gesehen. Aber diesmal gebe ich mir komplett alle, glaube ich, 18 Folgen. Er ist doch auch am Start, er weiß doch auch irgendwas. Jeder weiß doch irgendwas, jeder hat ein Geheimnis. Ich schwör's dir. Okay, Erik ist das tote Kind doch nicht. Gegebenenfalls ist Erik gleich, aber nicht mehr am Start. Das ist also die Frage, was haben Kinder mit diesem Zeitreisen-Thematik zu tun? Und da der kleine Junge ja eben weggeätzte Augen hatte, ja. So, das war sie also, die erste Folge von Dark. Und ich muss gestehen, die zweite Folge habe ich auch noch geguckt, weil ich wusste noch, dass dieser Typ in der Endszene im Cape noch in der Gegenwart von 2019 landet. Und ich weiß auch, wo dieser kleine Junge landet, der landet in der Vergangenheit. Von daher habe ich die zweite Folge auch gesehen, dann war aber wirklich Feierabend. Die dritte habe ich nie mehr gesehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kann ich auch nicht so viel zu sagen. Ist halt die Aufbaufolge. Grundfrage ist, warum hat denn die Oma von Jonas den Brief nicht vorgelesen? Die steckt damit drin, aber irgendwie hat jeder ein Geheimnis. Müssen wir mal abwarten. So viele Theorien kann man dazu noch nicht hervorbringen. Ist noch nicht so viel passiert. Gucken. Ja, bin gespannt. Doch, irgendwie, wie es weitergeht. Aber ich warte halt auf den großen Knall. Ich erwarte wirklich einiges von dieser Serie. Tut der Serie nicht immer gut, wenn der Hype so groß ist. Und bei Dark ist der Hype wohl wirklich riesengroß. Internationaler noch größer als hier in Deutschland. Gut. Wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Seid auf jeden Fall dabei bei Folge 2. Gucken, wann ich die online stelle. Heute ist Mittwoch, meine ich. Ich denke mal, dass morgen... spätestens übermorgen
die Folge hier online geht. Oder doch schon heute? Mal gucken. Weiß ich nicht. Ich will nichts versprechen. Ich würde einfach sagen, bleibt am Start. Abonniert gerne den Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Wenn ihr auch ein Like dalasst. Und kommentiert gerne unter das Video. Aber nicht spoilern. Es gibt ja noch welche, die Dark noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel ich oder andere Leute, die jetzt damit anfangen. Von daher, spoilern ist nicht so geil. Und wenn, dann erwähnt zumindest am Anfang, dass ihr spoilert. Dann müssen wir es freilassen, dann was schreiben, damit man das nicht gleich im Kommentar sieht. Ist halt uncool. Gerade bei so einer Serie wie Dark. So, jetzt ist aber gut. Jetzt setze ich mich mal an den Schnitt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Reinhauen.